Also, wir hatten zwei Energieformen bis jetzt hier besprochen, und zwar die kinetische Energie und die potentielle Energie. Ich möchte besonders betonen, beide haben wir aufgrund des Arbeitsbegriffes eingeführt. Und in beiden Fällen sind das Arbeiten, die man entweder an einem Körper schon verrichtet hat, oder die eine Kraft an einem Körper potenziell verrichten kann, die man dann diesem Körper sozusagen zueignet, zumisst, die besitzt der Körper dann. Das macht den Unterschied zwischen einer Arbeit, die man einem Körper zuführt oder wieder abführt, wenn sie negativ ist, und einer Energie, die diesem Körper dann zukommt, nachdem man die Arbeit zugeführt hat. Und das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Arbeit und Energie. Wir hatten die kinetische Energie eingeführt. Das ist also ein Parameter, der beschreibt, wie viel Arbeit musste ich einem Körper zuführen, um ihn aus anfänglichem Ruhezustand auf die Geschwindigkeit zu beschleunigen, die er jetzt gerade hat. Und da zeigt sich, dass man diese Arbeit sehr allgemein, ohne besondere Voraussetzungen, ausdrücken kann durch einen sehr einfachen Ausdruck. MV Quadrat halbe. Die Masse des Körpers mal seine Geschwindigkeit zum Quadrat halbe. Sehr angenehm, dass man eine solche Beziehung hat. Die hat in der Physik vielerlei wichtige Anwendungen. Der zweite Term der Energie, die sogenannte potentielle Energie, haben wir eingeführt, nachdem wir davon ausgegangen sind, ein Körper befindet sich in einem Kraftfeld. So wie zum Beispiel, ein Beispiel, das Gravitationsfeld der Erde. Oder aber auch die Planeten im Gravitationsfeld der Sonne. Oder eine Ladung im elektrischen Feld zwischen zwei Kondensatorplatten. Vielerlei Anwendungen sind hier möglich. Also ein Körper, ein Teilchen, ein Massenpunkt befindet sich in einem Kraftfeld. Und diese Kraft in dem Kraftfeld, die wirkt eben auf diesen Körper. Und da haben wir zunächst einmal gleich von Anfang an eine wichtige Einschränkung gemacht. So etwas Ähnliches mussten wir bei der kinetischen Energie nicht machen. Dieses Kraftfeld muss konservativ sein. Und das bedeutet, dass wenn Sie in dem Kraftfeld sich mit dem Körper, auf den die Kraft wirkt, längs einer geschlossenen Bahn bewegen, wieder zum Ausgangspunkt zurück, egal welcher geschlossenen Bahn, dann wird die Summe der zu- und abgeführten Arbeit wieder null sein. Es wird also längs einer geschlossenen Bahnkurve gar keine Arbeit verrichtet. Das ist eine Eigenschaft, die man bei verschiedenen Kraftfeldern findet, zum Beispiel beim Gravitationsfeld oder beim elektrostatischen Feld, bei anderen Feldern wieder nicht. Und auch im Bereich der Mechanik zum Beispiel nicht findet, bei den Reibungskräften. Denn wenn Sie da längs einer geschlossenen Bahnkurve sich bewegen, dann haben Sie insgesamt eine Arbeit gegen die Reibung verrichtet. Wenn Sie eben in einem Honigtopf umrühren zum Beispiel. Der wird dann allerdings etwas wärmer durch die Reibung. Aber das beschreiben wir noch nicht im Rahmen der Mechanik. Das beschreiben wir erst in der Thermodynamik und das wird in Jena stattfinden. Also, jetzt einmal zunächst beschränken wir uns auf konservative Kräfte. Und nun ist die potenzielle Energie, die ein Körper hat in einem solchen Kraftfeld, wenn er sich an einem bestimmten Punkt befindet, bezüglich eines festgelegten Bezugspunkts P0, die Arbeit,
die das Kraftfeld an dem Körper verrichten kann, wenn er sich potenziell von dort, wo er ist, zu diesem Bezugspunkt hin bewegt. Er muss aber nicht. Er kann ja dort stehen bleiben. Dann wird diese Arbeit zunächst nicht verrichtet. Trotzdem eignet man ihm diese Arbeit zu als seine potenzielle Energie, weil die hat er ja schon auf dem Sparbuch sozusagen. Er braucht ja nur sich zum Bezugspunkt P0 hinbewegen. Dann wird ja diese Kraft des Kraftfeldes an ihm diese Arbeit verrichten. Die hat er schon auf der hohen Kante sozusagen. Also das ist der Begriff der potenziellen Energie. Und damit diese potenzielle Energie eindeutig definiert ist, ist es eben wichtig, dass die Arbeit, die verrichtet wird, wenn sich dieser Körper von der Stelle, wo er ist, zum Bezugspunkt hin bewegt, nicht abhängig ist vom konkreten Verlauf der Bahnkurve. Egal wie Sie die Bahnkurve wählen, die Arbeit wird immer dieselbe sein. Und das ist eben dann der Fall, wenn man mit konservativen Kräften zu tun hat. Weil bei denen ist es aufgrund der Eigenschaft, dass bei geschlossenen Bahnkurven die Arbeit null ist, ist die Eigenschaft die, zwischen zwei Punkten, wenn man sich vom einen zum anderen bewegt, wird dann die verrichtete Arbeit immer dieselbe sein. Egal längs welcher Bahnkurve man von dem einen Punkt zum anderen sich hinbewegt. Nur abhängig von der Lage der Endpunkte dieser Kurve. Wenn man das also voraussetzt, ist damit auch die potenzielle Energie eindeutig gegeben. Und diese potenzielle Energie lässt sich daher schreiben in der Form V, ist gleich das Integral von dem Punkt, wo sich der Körper gerade befindet, zu einem vorgegebenen festen Bezugspunkt P0, F-Pfeil, dr-Pfeil. Und Sie sehen, das ist jetzt eine wesentlich weniger einfache Formel. Das ist irgendwie lästig. Das kann man so schön ausrechnen, gar kein Problem. Während da muss man ein Kurvenintegral ausrechnen. Und da hängt es also davon ab, insbesondere, was für ein Kraftfeld man hier betrachtet. Also, die potenzielle Energie, die hat nicht ganz allgemein auch so eine einfache Formel wie die kinetische Energie. Und wir werden uns dann anschließend für einen einfachen Spezialfall diese potenzielle Energie ausrechnen. Aber zunächst einmal möchte ich noch allgemein einen wichtigen Punkt bezüglich der potenziellen Energie mit Ihnen besprechen. Wir hatten ja gestern schon gesehen, wenn man die Arbeit zwischen zwei Punkten ausrechnen möchte, wenn sich also ein Körper bewegt von einem Punkt zu einem anderen, wie groß dann die Arbeit ist, dass man diese Arbeit am Weg von P1 nach P2 von einem Punkt P1 zu einem Punkt P2 ausrechnen kann mit Hilfe der kinetischen Energien, die dieser Körper an diesen jeweiligen Punkten hat. Und wir sind draufgekommen, diese Arbeit W ist einfach gleich die Differenz der kinetischen Energien. T2 minus T1. Das ist die Arbeit, die verrichtet wird, wenn sich der Körper vom Punkt P1 zum Punkt P2 bewegt. Er hat dann im Punkt P1 im Allgemeinen eine andere Geschwindigkeit als im Punkt P2 und die Arbeit, die da verrichtet wurde, ist einfach die Differenz der kinetischen Energien in diesen beiden Punkten. Und jetzt wollen wir in einer ähnlichen Weise ausrechnen, ob wir denn diese Arbeit auch ausdrücken können mit Hilfe der potenziellen Energie.
wieder die Arbeit längs eines Weges von P1 nach P2. Jetzt ausgedrückt mit Hilfe der potenziellen Energie. Na, wie machen wir das? Ganz einfach. Wir schreiben uns die Arbeit in gleicher Weise, wie wir sie allgemein definiert haben, auf. Die Arbeit ist einfach das Integral FdR von dem Punkt P1, dem Anfangspunkt, zu dem Punkt P2. Und jetzt benutzen wir die Voraussetzung, dass wir konservative Kräfte haben. Denn wir wollen das ja jetzt durch die potenzielle Energie ausdrücken. Und die können wir ja überhaupt nur eindeutig definieren unter der Voraussetzung konservativer Kräfte. Also setzen wir jetzt konservative Kräfte voraus. Wenn wir da einen Punkt P1 haben und da einen Punkt P2 und wir gehen jetzt längs einer Bahnkurve von P1 nach P2, dann kann das etwa so eine Bahnkurve sein. Und irgendwo hier sei der Bezugspunkt P0, den wir ja festlegen müssen, um diese potenzielle Energie überhaupt eindeutig definieren zu können, dass dann die potenzielle Energie, die Arbeit am Weg von dem Punkt, wo der Körper ist, nach P0 ist. Wir legen also so einen festen Bezugspunkt eben fest. Und jetzt können wir, weil die Kräfte konservativ sind, anstatt da so hinüberzugehen, auch einen gewissen Umweg machen. Wir gehen da über diesen Punkt und dann zu P2. Und nachdem die Kräfte konservativ sind, ist die Arbeit, die hier verrichtet wird, die gleiche, die hier verrichtet wird. Hier laufen wir da entlang und da laufen wir so herüber. In beiden Fällen die gleiche Arbeit, daher andererseits die Arbeit rundherum gleich Null. Voraussetzung für die konservativen Kräfte. Das heißt, wir können diese Arbeit umschreiben. Wir können schreiben, das ist das Integral von P1 nach P0 FdR plus das Integral von P0 nach P2 FdR. F ist immer die Kraft in diesem Kraftfeld. Jedem Raumpunkt hier wird ein entsprechender Kraftvektor zugeordnet, zum Beispiel im Gravitationsfeld der Erde an jeder Stelle der gleiche Kraftvektor dieses homogenen Feldes. Braucht aber kein homogenes Feld zu sein. Es muss nur diese Eigenschaft haben, dass die Arbeit wegunabhängig ist. Und da sehen Sie jetzt, was wir hier haben. Hier haben wir ein Integral von P1 bis P0. Das ist nichts anderes als die potenzielle Energie an der Stelle 1, P1. Weil von P1 nach P0 die potenzielle Energie. Hier andererseits haben wir das Integral von P0 bis P2 FdR. Das ist natürlich gleich minus dem Integral von P2 nach P0 FdR. Und das Integral von P2 nach P0 FdR ist auch V von P2. Also haben wir hier minus V von P2. Und damit sehen Sie, dass wir die Arbeit hier jetzt ausdrücken können, analog zu diesem Ausdruck, als W ist gleich V1, wenn ich also die potenzielle Energie am Punkt P1 als V1 bezeichne, minus V2, die potenzielle Energie am Punkt P2. Das ist die Arbeit, die die Kraft des Kraftfeldes verrichtet,
wenn sich der Körper vom Punkt P1 zum Punkt P2 bewegt. Und Sie sehen jetzt, diese Ausdrücke schauen recht ähnlich aus. Es schaut fast so aus, als hätte ich mich verschrieben. Denn da steht T2 minus T1 und da steht V1 minus V2. Ich habe mich aber nicht verschrieben. Das ist eine ganz wesentliche Sache, dass das in dieser Weise sich darstellen lässt. Und in ein paar Minuten werden Sie gleich sehen, was das für eine Bedeutung hat. Bevor wir das aber machen, muss ich noch ein wenig über die potenzielle Energie mit Ihnen sprechen. Und da benutzen wir gleich diese Eigenschaft, die ich Ihnen hier jetzt gerade aufgeschrieben habe. Wir werden nämlich jetzt uns anschauen, wie die potenzielle Energie V und das Kraftfeld F, wie die miteinander zusammenhängen. Und das ist ein besonders wichtiger Zusammenhang, der Ihnen zeigen wird, warum denn eigentlich hauptsächlich die potenzielle Energie in der Physik so eine große Bedeutung hat. Und um den Zusammenhang erkennen zu können, wollen wir mit einer einfachen Ableitung uns diesen Zusammenhang herleiten, unter der Voraussetzung, dass wir betrachten zwei Punkte, P1 und P2, die nahe beisammen sind. P1 und P2, die nahe beisammen liegen. Naja, da fragt sich natürlich immer, was heißt nahe? Nahe soll in dem Fall heißen, dass über die Distanz zwischen diesen beiden Punkten sich die Kraft des Kraftfeldes F-Pfeil nur wenig ändert. Also wenige Prozent, sagen wir, des Wertes der Kraft ist die Änderung über diese kleine Distanz. Also es wird so sein, dass P1 ist ein P1 an der Stelle R gleich R1 Pfeil und das P2 ist ein P2 an der Stelle R gleich R1 Pfeil plus ein kleines Delta R Pfeil. Also dann haben wir da P1 ein Delta R-Pfeil und da ein P2. So liegen diese beiden nahe beieinander liegenden Punkte. Naja, und jetzt rechnen wir uns die Arbeit aus, die die Kraft F verrichtet, längs des Weges von P1 nach P2. Und das werden wir auf zwei Weisen tun. Einfach mit dem einfachen Arbeitsbegriff, Integral f dr, so wie da. Und einmal mit dieser Beziehung, die wir hier gewonnen haben, so dass wir die Arbeit aus den potenziellen Energien herleiten können. Also einmal ist diese Arbeit W einfach gleich dieses Integral, so wie es hier steht, von P1 bis P2. F-Pfeil d, zu schnell gedacht, dr-Pfeil. Wenn aber jetzt diese beiden Punkte P1 und P2 so nahe beieinander liegen, dass sich das Kraftfeld F praktisch nicht ändert, dann kann ich in guter Näherung dieses F als Konstante vor das Integral setzen. Und es bleibt damit einfach stehen, F-Pfeil skalar mit diesem Delta-R-Pfeil. Oder anders gesagt, die Kurve da ist so kurz da dazwischen, dass man für die Ermittlung dieses Kurvenintegrals gar nicht mehr in Teile unterteilen braucht.
das ist selbst schon ein Teil. Klein genug, dass man ohne große Ungenauigkeit das bereits so darstellen kann. Also so können wir diese Arbeit als F-Pfeil mal Delta R-Pfeil darstellen. Andererseits aber können wir diese Arbeit auch darstellen als V1 minus V2. Also V von P1 minus V von P2, so wie ich es ja auch hier geschrieben hatte. Also an diesen beiden Punkten, die potenziellen Energien. Na, und dann mache ich einmal eine großartige Umformung. Das ist minus V von P2 minus V von P1. Und das lässt sich jetzt umformen. Indem wir jetzt schreiben, das ist gleich eben minus und das ist eben die Differenz von Potentialwerten an nahe beisammenliegenden Punkten. Und das kann man in der Form schreiben, dass man da schreiben dv nach dx mal Delta x plus dv nach dy mal Delta y plus dv nach dz mal Delta Z. Das ist nur eine einfache Verallgemeinerung einer eindimensionalen Beziehung, die Sie gut kennen. Wenn in eine Funktion einer Variablen x vorhanden ist, dann kann man ein f von x plus Delta x schreiben als f von x plus df nach dx mal Delta x. Vielleicht schreibe ich das da oben her, um Ihnen das klar zu machen. F von x plus Delta x ist gleich ungefähr f von x plus df nach dx mal Delta x. Da könnte man es auch als totales Differential schreiben, aber nachdem wir da dann eine Funktion von drei Raumkoordinaten haben, brauchen wir es hier alle mal partiell. Und das heißt, ist Ihnen das verständlich, was da steht? Man ersetzt die Funktion durch die Tangente und geht also um dieses Delta x weiter. Da ist ein Delta x, das ist der Wert x und wenn Sie da um dieses Stück weitergehen, dann ist diese Änderung der Funktion ungefähr gleich dem und das ist f an der Stelle x plus df nach dx mal Delta x. Das müssen Sie, glaube ich, so schon kennen. Naja, und da sehen Sie daher, aus dem folgt also, dass f von x plus Delta x minus f von x gleich ist df nach dx mal Delta x. Und genau das haben wir hier gemacht, aber in drei Dimensionen. V von P2 minus V von P1, wobei das P2 ein R plus Delta R ist und das P1 direkt bei R1 da hier liegt. Diese Differenz haben wir dargestellt als dv nach dx mal Delta x, aber natürlich auch plus dv nach dy mal Delta y plus dv nach dz mal Delta z. Wem ist das nicht verständlich? Das freut mich. Vielleicht hätte man das da oben eh sparen können. Aber es schadet ja nicht. Manchmal, wenn man was schon weiß und es zeigt einem jemand was, dann freut man sich darüber, dass man es schon weiß, ist auch kein Nachteil. Gut, und jetzt ist die Frage, wie können wir das darstellen? Das ist ein bisschen unübersichtlich, wie das dargestellt ist. Um das darstellen zu können, das erlaube ich mir da wieder wegzunehmen.
führen wir den Ihnen vielleicht schon bekannten Gradienten ein. Der Gradient einer skalaren Funktion v ist gleich ein Vektor mit den Komponenten dv nach dx, dv nach dy und dv nach dz. Und andererseits, der Ortsvektor hat die Komponenten x, y, z. Das sind einfach die Koordinaten des Punktes, wo der Ortsvektor halt hinzeigt. Und das Delta-R-Pfeil ist daher ein Delta x, Delta y und Delta z. Die Differenz der Koordinaten dieser beiden Punkte, P1 und P2, das Delta-R-Pfeil hat diese Koordinaten, diese Komponenten. Und daran sehen Sie jetzt, dass man mit Hilfe dieser Ausdrücke diese Arbeit hier, dargestellt als V von P2 minus V von P1 und dann so umgeschrieben, auch schreiben kann in der Form, dass W ist gleich, und da haben Sie jetzt Minus. Und was steht jetzt in dieser eckigen Klammer? dv nach dx, dv nach dy und dv nach dz sind die drei Komponenten des Gradienten von v. Delta x, Delta y und Delta z sind die drei Komponenten dieses Differenzvektors Delta R-Pfeil, der die beiden Punkte V1 und P1 und P2 miteinander verbindet. Und so sehen Sie, das, was hier steht, ist das Skalarprodukt. Erste Komponente mal erste mal erste, plus zweite mal zweite, plus dritte mal dritte. Das ist jedenfalls so, wenn wir uns, wie wir das hier machen, in einem kartesischen Koordinatensystem befinden. Also was da stehen bleibt, ist nichts anderes als R-Pfeil, skalar mit dem Gradienten von V. Und jetzt können Sie vergleichen. Delta-R-Pfeil. Weil wir haben ja Delta X, Delta Y, Delta Z, das sind die Komponenten von Delta R. Und jetzt können wir diesen Ausdruck vergleichen mit dem Ausdruck, den wir hier gewonnen haben. Sie sehen, diese Ausdrücke sind sehr ähnlich. Hier steht Delta R mal F und da hier steht minus Delta R mal Gradient V. Wenn für beliebige Lagen dieser Punkte P1 und P2, wenn sie nur nahe genug beisammen sind, das immer Gültigkeit haben soll, also für beliebige Wahl von Delta R, dann kann das nur gut gehen, wenn der andere Faktor auch übereinstimmt. Also ergibt sich die Folgerung, dass F-Pfeil muss gleich sein minus Gradient V. Und das ist eine, da mache ich gleich ein paar Rufzeichen dazu, das ist nicht faktorielle, sondern Rufzeichen. Das ist eine besonders wichtige Beziehung und zeigt Ihnen, wie der einfache, unmittelbare Zusammenhang aussieht zwischen dem Kraftfeld und dem Potenzial, der potenziellen Energie genau genommen in diesem Kraftfeld. Es ist einfach die Kraft in diesem konservativen Kraftfeld gleich dem negativen Gradienten der potenziellen Energie. Manchmal nimmt man das auch als Definition der potenziellen Energie. Aber dass man erkennt, worin denn der Aspekt dieser potenziellen Energie als Energiebetrag liegt,
ist es besser, sie sich aus der Arbeit herzuleiten. Analog wie, wie bei der Herleitung für die kinetische Energie. Aber was hier jetzt besonders wesentlich ist, ist der Umstand, dass es auf die Art und Weise möglich ist, ein Kraftfeld, also ein Vektorfeld, bei dem ja alle drei Komponenten dieses Kraftvektors als Ortsfunktionen gegeben sein müssen, damit man das ganze Vektorfeld kennt. Wie man also dieses Vektorfeld darstellen kann, mit Hilfe nur einer skalaren Ortsfunktion. Nur das ist um einen Faktor 3 einfacher. Nur das wird man natürlich nicht vernachlässigen, wenn man sowas machen kann. Nur werden Sie sich denken, na gut, dann machen wir das von jetzt auf immer. Geht aber nicht immer. Es geht nur, man zahlt für alles einen Preis. Es geht nur für konservative Kräfte. Nur die lassen sich so darstellen. Und das lässt sich aus mathematisch dann sehr schön überprüfen, wenn man da eine Rotation davon bildet. Und auf das will ich jetzt nicht eingehen. Sieht man dann gleich, dass die Rotation eines Gradienten immer null ist und daher also das nur für Felder geht, die eben konservative Felder sind. Bei wirbelhaften Feldern geht so etwas nicht. Also es gibt eine Einschränkung, aber die haben wir ja schon gemacht, wie wir gesagt haben, wir betrachten die potenzielle Energie. Die können wir nur sinnvoll definieren für konservative Kraftfelder. Und wenn das Kraftfeld konservativ ist, dann lässt es sich auch als Gradient einer potenziellen Energie darstellen. Und es ist auch so, vielleicht habe ich das vorher nicht mit genügender Deutlichkeit gesagt, dass diese potenzielle Energie ja nur dann eindeutig ist, wenn man einen festen Bezugspunkt P0 vorgibt. Wechselt man diesen Bezugspunkt P0 und geht auf einen anderen Bezugspunkt über, dann wird sich die potenzielle Energie nur um einen konstanten Summanden, der auch negativ sein kann, verändern. Also durch Wahl eines anderen Bezugspunktes kriege ich zwar eine andere potenzielle Energie, die unterscheidet sich aber für den ganzen betrachteten Bereich nur um einen konstanten Summanden. Und bei der Gradientenbildung, was ja eine Differenziation ist, fällt der natürlich weg. Das ist dann egal. Und eine zweite Sache, die ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, die Sie sich auch merken sollten, wenn man sich im Bezugspunkt befindet, im Punkt P0, wie groß wird dann die potenzielle Energie sein? Null. Wenn ich schon dort bin, dann ist die Arbeit, die ich potenziell gewinnen kann, wenn ich mich nach P0 hinbewege, null. Ich bin ja schon in P0. Wenn ich also bei der Talstation meines Skiliftes stehe und der Skilift ist der Bezugspunkt, ja, dann habe ich mein Sparbuch schon abgehoben. Dann ist also die potenzielle Energie gleich null, weil ich bin ja schon da. Also wenn man sich am Bezugspunkt befindet, ist die potenzielle Energie null. Wenn man den Bezugspunkt wechselt und zu einem anderen festen Bezugspunkt übergeht, dann ändert sich die potenzielle Energie um einen festen, konstanten Summanden, was nichts an dieser Beziehung hier ändert. Also merken Sie sich, man kann konservative Kraftfelder als Gradient, als negativen Gradienten der potenziellen Energie schreiben. Und das ist natürlich äußerst praktisch für vielfältige praktische Anwendungen. Und jetzt möchte ich noch, um doch einen Ausdruck zu kriegen, sowas ähnlich Schönes, wie wir es da oben für die kinetische Energie haben, auch einen Ausdruck ableiten für die potenzielle Energie. Und das werden wir da am Schluss noch machen. Und mir liegt jetzt besonders daran, Ihnen deutlich zu machen, dass das ein Ausdruck ist, der jetzt sich nur auf einen bestimmten Spezialfall bezieht.
und zwar auf den Spezialfall eines homogenen Kraftfeldes. Und als homogenes Kraftfeld denken wir uns heute, weil das besonders allgegenwärtig für uns und unsere Alltagserfahrung ist, das Kraftfeld der Gravitationskraft auf der Erdoberfläche. So im Rahmen kleinerer Bereiche, wie in diesem Hörsaal, wird das also lauter Kräfte haben, die parallel zueinander liegen, alle nach unten gerichtet sind und an allen Punkten den gleichen Betrag haben. Wenn man also die Kraft auf einen bestimmten Körper betrachtet. Also ein homogenes Kraftfeld ist ein solches, wo der Kraftvektor nicht vom Raumpunkt abhängig ist. Verwechseln Sie das bitte nicht mit einem konservativen Kraftfeld. Das muss natürlich keineswegs ein homogenes Kraftfeld sein. Aber homogene Kraftfelder werden diese Eigenschaft haben, dass sie konservativ sind. Aber es können auch andere Kraftfelder, wie eben das in der Umgebung der Sonne, was ja ein Zentralkräftefeld ist, weil alles richtet sich zur Sonne, ist auch ein konservatives Kraftfeld. Das ist nicht homogen. Wir betrachten jetzt also eine stärkere Einschränkung, ein homogenes Kraftfeld. Und Sie denken sich, wir denken uns als Beispiel eben das homogene Kraftfeld der Erdanziehungskraft, also der Gravitationskraft in einem begrenzten Bereich an der Erdoberfläche. Naja, da wollen wir uns also anschauen, wie schaut das aus. Also als Beispiel insbesondere heute betrachtet, dass Gravitationsfeld an Erdoberfläche. Na, da gehen die Kraftvektoren alle nach unten. Na, und da wollen wir jetzt einmal davon ausgehen, der Ortsvektor, den wir hier betrachten, der ist einfach x, y und z. Dann den Bezugspunkt, das R0-Pfeil, den legen wir in den Koordinatenursprung. Das sei 0, 0, 0. Und die Kraft, die wir jetzt F0 nennen, diese konstante Kraft in diesem homogenen Kraftfeld, die ist überall, wo man auch ist, nach unten gerichtet. Und wir wollen die Z-Achse nach oben legen. Das macht man sehr häufig. Das haben wir, glaube ich, schon bei irgendeiner Gelegenheit gemacht. In vielen Fällen, wenn so etwas Irdisches betrachtet wird, wo es ein Oben und ein Unten gibt, legt man die Z-Achse so senkrecht nach oben. Das macht man hier also auch. Da hat man also dann X, Y und die Z-Achse geht nach oben. Legen wir es halt so, dieses Koordinatensystem. Ist praktisch, man gewöhnt sich daran. Und damit wird diese Kraft F0 die Komponenten 0, 0 und minus F0 betragsmäßig haben. Die X-Komponente ist 0, die Y-Komponente 0 und die Z-Komponente geht nach unten und ist daher minus F0. Das Gewicht zeigt ja üblicherweise eben immer nach unten. Nun, da können wir jetzt, wenn wir das haben, uns das V an einem Punkt P mit dem Ortsvektor R-Pfeil natürlich gleich ausrechnen. Das ist also das Integral von dem Punkt P zum Bezugspunkt P0 F dr-Pfeil. Aber wir wählen es F0, weil das ist ja jetzt unser konstantes, also homogenes Kraftfeld. Nur das F0 ist eine Konstante, geht vor das Integral und es bleibt dann stehen F0-Pfeil, skalar mit, obere Grenze minus untere Grenze, also R0-Pfeil minus R-Pfeil. Nun, das können wir uns leicht ausrechnen.
Das F0-Pfeil ist also 0, 0 und minus F0. Und das R0 minus R, na, das schauen wir uns auch an. Damit wird hier multipliziert. Das ist also R0 ist 0 minus R, also bleibt minus x, minus y und minus z. Wollt ihr da was? Bitte. Wie? Warum ist es? F0 und nicht minus F0. Warum soll ich da minus F0? Die Frage ist, warum es hier F0 und nicht minus F0 ist. Es geht ja von P zu P0 und nicht von P0 zu P, weil sonst wäre es ein minus, 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 plus, oder? Wir gehen von P zu P0, wie wir das ganz allgemein bei der Definition der potenziellen Energie gemacht haben, von P zu P0. Immer. Schauen Sie nach, da war es umgekehrt. Wenn man ein Minus schreibt, geht es von P0 nach P. Die potenzielle Energie ist die Arbeit, die verrichtet werden kann, wenn man von dem Punkt, wo man ist, zum Bezugspunkt sich hinbewegt. In dem Kraftfeld F. Das ist der Ausdruck. Also, F0-Pfeil hat 0, 0 und minus F0. Das R0 minus R hat minus x, minus y, minus z. Ja, so schnell geht die Konzentration verloren. Bitte schauen Sie wieder zu. Oder gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Hat sich da jetzt eine Unklarheit ergeben? Ich möchte nicht, dass da jetzt was unklar bleibt. Ist für Sie das inzwischen klar geworden? Okay. Noch irgendwelche Fragen? Die Unruhe lässt darauf schließen, dass Sie irgendwelche Unklarheiten haben, die Sie mit Ihren Nachbarn besprechen wollen. Okay. Also, rechnen wir das aus. Was kommt dabei heraus? 0 mal minus x plus 0 mal minus y plus minus f mal minus z. Also haben wir F0 mal z. Und daraus ergibt sich, dass das V an der Stelle P gleich ist F0 mal Z. Wenn man sich also in einem homogenen Kraftfeld befindet und die Z-Achse ist da so gegen die Richtung des Kraftfeldes gerichtet, also Situation auf der Erdoberfläche, und der Betrag dieser Kraft ist F0, dann ist die potenzielle Energie an der Stelle P, also in der Höhe Z, Z-Achse oberhalb von dem Bezugsniveau des Ursprungs, gleich F0 mal Z. Und wenn man dann noch ausrechnet, und das können wir jetzt noch nicht, wenn man noch nicht konkreter über die potenzielle Energie, über die Gravitationskraft auf der Erde gesprochen haben, wie groß dieses F0 ist, nämlich Masse mal Fallbeschleunigung, dann kommen Sie auf das, was Sie alle aus dem Gymnasium kennen, mgz oder mgh für die potenzielle Energie. Und es ist mir ganz wichtig, meine Damen und Herren, dass Sie verstehen, dass das jetzt nur ein Ausdruck für einen Spezialfall ist. Homogenes Kraftfeld. Während das mv² halbe, das ist ein allgemeiner Ausdruck. Also, wenn Sie gefragt werden, was ist die potenzielle Energie, dann sagen Sie mir bitte nicht drauf, das ist mgh. Weil das ist also ein ganz spezieller Fall, wo das so stimmt. Oder F0 mal Z, wenn man noch keinen Ausdruck dafür hat, wie man das F0 wirklich halt ausrechnen kann. Die Definition dafür ist dieses Linienintegral.
Und das geht nicht konkreter, weil man ja die Freiheit hat, verschiedene Kraftfelder zu betrachten. Bei der kinetischen Energie ist das anders. Da sind nur drinnen die Geschwindigkeiten des Körpers und da ist die spezielle Form des Kraftfeldes nicht von Relevanz. Haben Sie dazu eine Frage? Ist dazu irgendwas unklar? Etwas zu sagen? Finden Sie, das ist nicht wahr, was ich sage? Kritisieren Sie das? Bitte. Richtig. Weil die potenzielle Energie gar nicht eindeutig definierbar ist in einem Kraftfeld, das kein konservatives Kraftfeld ist. Wenn nämlich dieses Kraftfeld nicht konservativ ist, dann ist die Arbeit zwischen zwei Punkten abhängig vom konkreten Verlauf der Bahnkurve und damit ist also diese Definition, dass diese potenzielle Energie gleich integral von P bis P0 FdR ist, nicht mehr eindeutig. Weil ich mache ja keine Aussage längs welches Weges ich da gehe. Das muss für beliebige Wege gelten. Und das führt nur dann auf was Eindeutiges, wenn es vom konkreten Verlauf der Bahnkurve gar nicht abhängig ist. Und das ist der Fall bei konservativen Kräften. Und nur unter der Voraussetzung konnten wir das herleiten. Dementsprechend ist dieses Kraftfeld hier auch ein konservatives Kraftfeld. Und man kann dann mathematisch sehr leicht zeigen, dass wenn sich eine Kraft als Gradient eines Skalars darstellen lässt, dass dann jedes Ringintegral immer Null sein muss. Das heißt, aufgrund der Beziehung ergibt sich automatisch, F muss ein konservatives Kraftfeld sein. Aber sonst wären wir auch gar nicht zu dieser Beziehung gekommen. Ja? Ich bin froh über solche Fragen, weil vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen sich jetzt gedacht, ah ja, so ist es. Und dann haben wir was gewonnen. Okay. Also jetzt haben wir doch einiges über die Energie gesprochen und jetzt kommen wir zur Butter aufs Brot sozusagen. Denn jetzt wollen wir endlich einmal sagen, was man denn nun überhaupt unter der mechanischen Gesamtenergie versteht. Und das ist sehr leicht zu sagen, und wir haben alle Voraussetzungen uns geschaffen. Die mechanische Gesamtenergie. Wir nennen sie einfach E, für Energie oder Energy, das ist immer E. Ne? Und die definieren wir uns als E ist gleich T plus V. Wir messen einem Körper, einem Teilchen, einem Massenpunkt eine kinetische Energie zu, haben wir schon genau besprochen. Eine potenzielle Energie haben wir auch besprochen. Die Summe der beiden ist jetzt seine Gesamtenergie. Und jetzt können Sie sich denken, na großartig, und was haben wir da jetzt davon? Da haben wir sehr viel davon, weil diese Größe jetzt einem ganz wichtigen Erhaltungssatz entspricht. Denn wir können jetzt uns ausrechnen, die Arbeit am Weg von P1 nach P2. Das haben wir jetzt schon x-mal gemacht. Jetzt machen wir es das x plus erste Mal. Die Formeln stehen schon da. Es kommt nichts Neues mehr. Wir sind eigentlich schon am Ziel. Jetzt rahmen wir nur mehr ab. Nicht? Oder beim Fußball ist es ja der Abstauber, nicht? Der dann am Schluss also ins Tor hineinschießt. Nicht? Während vorher ganz wichtige Vorarbeit geleistet wurde. Jetzt geht es also aufs Ganze. Diese Arbeit W lässt sich ausdrücken als, schauen Sie, da oben steht's, als T2 minus T1.
die Differenz der kinetischen Energien am Endpunkt und am Anfangspunkt. Wie viel man also noch hineinstecken muss an Arbeit, wenn die kinetische Energie, wenn zum Beispiel das T2 dem Auto bei 100 Kilometern pro Stunde entspricht und das T1 bei 50 Kilometer pro Stunde, dann ist die Differenz das, was der arme Motor arbeiten muss, um die Geschwindigkeit von 50 auf 100 Kilometer pro Stunde zu erhöhen. Endkinetische minus anfangskinetische Energie. Jedem Kind muss das einleuchten. Dass wenn die kinetische Energie nachher größer ist als vorher, muss ich ja was reinstecken an Arbeit. Daher wird diese Differenz die Arbeit sein, um von dem Punkt P1, wo das Auto 50 Kilometer pro Stunde gehabt hat, zum Punkt P2 zu kommen, wo es dann 100 Kilometer pro Stunde hat. Versteht das jeder? Andererseits haben wir auch jetzt, das haben wir heute gemacht, gefunden, dass wir diese Arbeit ausdrücken können als, und wo steht das jetzt? Schön daneben, als V1 minus V2. Und auch das kann man sich gut vorstellen. Denken Sie an den Skifahrer. V1, da ist er noch höher oben. V2 ist ja schon ein Stück weiter herunter. Da ist irgendeine gemütliche Hütte, so auf halbem Weg bis zur Talstation, bleibt also dort noch stehen. Nicht? Und die Arbeit, die das Kraftfeld der Erdanziehung an ihm verrichtet, wenn er vom Berggipfel zu der Hütte auf halber Höhe herunterfährt, ist natürlich V1 minus V2, weil ganz oben am Berg hat er die größte potenzielle Energie. Wenn er schon halbwegs herunten ist, hat er schon ein bisschen eine kleinere. Und V1 minus V2 ist dann das, was er schon abgehoben hat von seiner potenziellen Energie. Das ist also die Arbeit, die die Kraft schon verrichtet hat. Die ist damit ausgegeben. Es bleibt nur mehr die restliche Arbeit über. Also beide dieser Beziehungen sollten Sie hoffentlich gut verstehen und auch verstehen, warum da 2 und 1 und da 1 und 2 steht. Versteht das jemand nicht, dann sagen Sie es. Ja, Sie verstehen es nicht. Also wenn Sie sich den Skifahrer, das kann sich glaube ich jeder in Österreich vorstellen, der fährt also auf einen Berggipfel hinauf mit dem Lift. Und dann fährt er wieder runter, kommt bei einer Hütte vorbei, das ist dann der Punkt 2 und letztlich könnte er dann wieder zum Bezugspunkt, nämlich der Talstation des Liftes, zurückkommen. Die höchste potenzielle Energie hat er ganz oben. Weil da kann die Schwerkraft ja noch die meiste Arbeit an ihm verrichten bis ganz hinunter. Ist er schon halbert herunten bei der schönen Schutzhütte, dann kann von da an die Erdanziehungskraft nicht mehr so viel Arbeit verrichten, bis er bis zum Bezugspunkt hinunterkommt, zur Talstation. Das heißt, die höchste potenzielle Energie hat er am Berggipfel. Bei der Hütte hat er schon eine kleinere und bei der Talstation ist sie null. Und daher ist die Arbeit, die vom Kraftfeld der Erdanziehung an ihm verrichtet wird, wenn er vom Berggipfel zur Hütte fährt, ja positiv und ist diese höhere potenzielle Energie am Berggipfel, weniger minus der niedrigeren schon bei der Hütte. Die Differenz der beiden ist die Arbeit, die die Gravitation an ihm schon verrichtet hat, wenn er von ganz oben bis zur Hütte fährt. Und dieses V2 bleibt ihm aber dann noch, wenn er ganz hinunter möchte. Kann man sich das nicht vorstellen? Okay. Noch irgendwas? Haben Sie es gut verstanden? Okay. Na schauen Sie, dann ist die Geschichte ganz einfach. Denn diese beiden Dinge sind gleich. Es ist in beiden Fällen eine Arbeit. Also setzen wir sie auch gleich. V1 minus V2 ist gleich T2 minus T1. Und jetzt formen wir um, bringen wir das T1 auf die andere Seite, das V1 da herüber und erhalten daraus V1
plus T1 ist gleich V2 plus T2. Und hier steht der Energieerhaltungssatz. Der gilt allerdings nur für konservative Kräfte, weil sonst können wir ja gar nicht die potenzielle Energie einführen hier. Also der Energiesatz, den ich jetzt nicht mehr im Konkreten hier aufschreiben möchte, lautet, aber merken müssen Sie sich hin, obwohl es geht, der ist relativ kurz zu formulieren. Schreiben wir her. Der Energiesatz lautet also, in einem System mit konservativen Kräften nur dort kann ja eine potenzielle Energie überhaupt definiert werden, bleibt die mechanische Gesamtenergie konstant. Und Sie werden jetzt vielleicht sich denken, naja, nur bei konservativen Kräften und sonst bleibt sie nicht konstant, eine schwache Geschichte. Es wäre doch schöner, wenn man was hätte, was dann auch einen weiteren Anwendungsbereich hat. Da kann ich Ihnen sagen, da müssen Sie aber in die Thermodynamik im Jänner kommen, damit Sie das dann wissen, dass in der Thermodynamik die Erweiterung erfolgt, weil man durch Hinzunahme der thermischen Energie, das war ja am Anfang gar nicht klar, dass das auch eine Energieform ist, die thermische Energie. Da hat der Boltzmann Großes geleistet, um das klar zu machen, dass die Wärmeenergie praktisch die Summe der kinetischen Energien aller Moleküle ist. Also eine Energieform. Wenn man die thermische Energie dazu nimmt, lässt sich der Gültigkeitsbereich dieses Erhaltungssatzes erweitern. Weil dann ist das Umrühren im Honig auf einmal auch okay. Dann rühren Sie um, verrichten Arbeit, aber der Honig wird wärmer. Und wenn Sie diese thermische Energie dazu nehmen, stimmt es wieder. Und das ist der berühmte erste Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist einfach eine Erweiterung des Energiesatzes auf den Bereich, wo auch thermische Energien mit berücksichtigt werden. Deswegen nenne ich diesen auch jetzt den Energieerhaltungssatz für die mechanische Gesamtenergie. Und daher hier auch diese Einschränkung. Und mehr können wir vorläufig nicht machen. Und jetzt wenden wir uns dem Experiment zu. Und jetzt halten Sie uns bitte die Daumen, dass diese Mistlichtschranken, ich sollte ja nicht so schimpfen, sonst tun Sie uns jetzt echt was zu Fleiß, nicht? Aber dass diese Mistlichtschranken, ich schimpfe nur einmal, jetzt uns nicht wieder im Stich lassen. Also wie gehen wir vor, was machen wir hier? Ein Experiment, wo wir mehrere Dinge illustrieren können. Und wenn es gut geht, dann ist es wirklich ein sehr eindrucksvolles Experiment. Werden wir sehen. Wir betrachten zwei Körper. Einen Körper der Masse 2 Einheiten, einen Körper der Masse 1 Einheit. Und wir werden zwei Versuche machen. Jedes Mal machen wir es so, dass wir einen Stoßvorgang durchführen. Der eine Körper mit der Masse 1, der ist vor dem Stoßvorgang hier und in Ruhe. Seine Geschwindigkeiten sind, na, das ist der Körper mit der Masse 1, den nennen wir den Körper 2. Der hereinfallende Körper, das einfallende Teilchen, ist die Masse M1. Das hier wartende Teilchen, das Zielteilchen, das Target, ist die Masse 2. Dies vor dem Stoß in Ruhe. Jetzt stößt das einfallende Teilchen auf das Target-Teilchen und wir haben da so Federn angebracht, sodass das, wie Sie sehen werden, ein weitgehend elastischer Stoß ist. Es geht dabei keine Energie verloren oder fast keine Energie verloren.
Und nach dem Stoß wird also der Körper da weggeschleudert. Aber diese größere Masse wird sich auch weiter bewegen. Und jetzt bitte ich Sie um Mitarbeit. Das ist jetzt wichtig. Wenn einmal da hier, beide dieser Körper tragen hier so Stifte, um also die Zeit messen zu können. Zunächst wird also der in Ruhe sein, der bewegt sich von hier aus weg. Da wird einmal die Geschwindigkeit dieses einfallenden Teilchens durch die Zeit zwischen diesen Lichtschranken festgelegt. Die Zeit wird man hoffentlich ablesen können, die schreiben Sie sich gleich ein, als T1, die erste Zeit. Dann wird der Körper hier dran stoßen, dann saust er davon und geht da durch und da gibt es wieder eine Zeit. Die ist jetzt charakteristisch für die Geschwindigkeit des Targets nach dem Stoß. Das wird ja wegstessen, wie beim Billardspielen, nur halt in einer Dimension. Die Zeit schreiben Sie sich auch auf. Und zwar gleich, weil nämlich die Kollegen dann das System so verändern werden, wieder resetten, dass wenn dann später die zweite Masse da durchkommt, man hier noch einmal die Zeit abnehmen kann. Und da werden ihr lieben Lichtschranken, ihr werdet also hoffentlich mit uns einsehen haben und jetzt auch funktionieren. Werden wir diese Zeit T3 auch protokollieren. Und wenn wir das haben, dann füllen wir dort diese Liste aus und wir werden sehen, wie es mit der Gesamtenergie und mit dem Gesamtimpuls ausschaut. Wenn die Erhaltungssätze für Impuls und Energie Gültigkeit haben sollen, dann muss die Gesamtenergie vor dem Stoß und die Gesamtenergie nach dem Stoß und dasselbe auch mit den Impulsen, die gleiche bleiben. Und wir werden also da zunächst diesen elastischen Stoß mit den zwei Federn durchführen. Und da füllen wir also aus alle Größen für das Teilchen 1, für das Teilchen 2, vor dem Stoß und nach dem Stoß. Und wir können damit ausrechnen, was hier passiert. Oben ist vor dem Stoß. Unten ist nach dem Stoß und die entsprechenden Gesamtenergien und Gesamtimpulse sollten unverändert bleiben im Rahmen der Messungenauigkeit. Vor dem Stoß kriegt immer ein Stricherl, nach dem Stoß kriegt zwei Stricherl. Elastischer Stoß mit Federn und wir können loslegen. So, wie gesagt, hoffen wir das Beste. Wir haben es vor der Vorlesung schon durchgespielt, da hat es funktioniert. Einige Kollegen haben es gesehen, also die können bestätigen, dass die Lichtschranken vorher funktioniert haben. Ja, ich würde einfach sagen, probieren wir es aus. Also wie gesagt, bitte merken Sie sich die Zeiten, weil die Anzeige bleibt relativ kurz nur erhalten. Okay. Also 0,78. So, das reicht schon. Passt. Und, nein, sollen wir sofort die zweite machen? Wenn es geht, lieber nicht. Nein, dann machen wir es nachher. Gut. So. T1 ist gleich 0,27. T2 ist gleich 0,21. T3 0,78. Und jetzt schauen Sie bitte auch zu, dass ich nicht was Falsches schreibe. Auf der Tafel ist das immer so eine Geschichte. Also es sind diese zwei Zeilen jetzt für uns interessant. Vor dem Stoß, erste, zweite Masse. Nach dem Stoß, erste, zweite Masse. Schauen wir noch. Die Massen sind vor dem, also vom ersten Teilchen 2, auch 2 und 1 und auch 1. Die haben sich nicht geändert. Die größere hat die Masse 2, das war das Teilchen 1, das Teilchen 2 hat die Masse 1. So viel ist klar. Die Geschwindigkeit V1', das entspricht dem T1.
denn das war da die erste Zeit, die wir gehabt haben. Also machen wir Komma 27 und da machen wir einfach von dem, würde ich sagen, den Reziprokwert. Denn der Reziprokwert der Zeit, die Abstände sind ja hier und hier dieselben, ergibt ein Maß für die Geschwindigkeit. Der Reziprokwert ist 3,70. Also haben wir hier einen Wert 3,70 für das einfallende Teilchen. Und das Tageteilchen vor dem Stoß war in Ruhe. Das haben Sie ja gesehen, das ist ja erst angestoßen worden durch den Stoß. Das heißt, das ist alles Null. Also wir können sofort, wir können dann gleich ausrechnen, aber jetzt schauen wir noch, was nach dem Stoß ist. Nach dem Stoß, das T2, das entspricht der Geschwindigkeit des zweiten Teilchens nach dem Stoß. Das zweite Teilchen nach dem Stoß ist da herunten. Das ist 0,21 und der Reziprokwert ist 4,76. Und das ist es. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, rechnen wir das einmal durch. Also M1 V1 Quadrat halbe. Ja, jetzt muss dazu sagen, potenzielle Energien spielen hier keine Rolle. Weil es gibt hier keine äußeren Kräfte, kein Kraftfeld, das da wirkt. Wir haben hier nur kinetische Energien, die eine Rolle spielen. Wir befinden uns immer auf einer Höhe. Die potenzielle Energie von diesen Teilchen in Bezug auf das Gravitationsfeld der Erde ist immer konstant. Das fällt links und rechts bei der Bilanz immer heraus. Brauchen wir daher nicht zu berücksichtigen. Unsere gesamte Energie ist die gesamte kinetische Energie, weil die potenzielle sich da nicht ändert. Also haben wir M1 V1 Quadrat halbe 3,7 zum Quadrat mal 2, ja, und durch 2. Haben wir 13,69. Ich wäre sehr beruhigt, wenn wer mitrechnen würde. Ja, machen Sie das. Sehr gut. Und Sie schreien, wann was nicht passt. Und M1 mal V1 Strich, der Impuls, das ist 2 mal 3,70. Na gut, das kann man im Kopf ausrechnen. Ist 7,40. Und da hier ist sowieso alles Null. Die Summe der kinetischen Energien ist daher 13,69. Die Summe der Impulse 7,40. Na warum? Weil ja das Tageteilchen noch weder kinetische Energie noch Impuls gehabt hat vor dem Stoß. Das hockt ja da. Anders wird die Sache jetzt nachher. Also was haben wir hier? Etwas habe ich noch übersehen, und zwar da die Geschwindigkeit des einfallenden dickeren Teilchens nach dem Stoß. Das ist das, was da am Schluss durchgekommen ist. Das heißt, es entspricht der Zeit 0,78. 0,78 Reziprokwert 1,28. Das ist also verhältnismäßig langsam. Und wir machen jetzt wieder M1 V1 2 Strich Quadrat halbe. Das ist jetzt dessen kinetische Energie. Na, M1 ist 2, geht gegen das 2 weg. Wir brauchen nur das V zum Quadrat bilden. 1,28 zum Quadrat ist 1,64. M1 V1 2 Strich, da haben wir V1 2 ist 1,28 mal 2. 1,28 mal 2 ist 2,56. Und was haben wir hier jetzt? Jetzt müssen wir was ausrechnen. M2 V2 2 Strich Quadrat halbe. Na, M2 ist 1. Also das zum Quadrat halbe. 4,76 zum Quadrat dividiert durch 2 kommt 11,33 heraus.
Und m2v2'. M2 ist 1 mal v2'. Ist 4,76. Und die Summe der kinetischen Energien ist jetzt das, 1,64 plus 11,33. 1,64 plus 11,33. Und wir kommen auf 12,97. 12,97. Und da oben hatten wir 13,69. Das ist ein Fehler von 5,5%. Relativ wenig. Können wir eigentlich recht zufrieden sein. Das passt. Ist also weitgehend erhalten. Ein bisschen kleiner ist es geworden. Das kann auch durchaus sein, dass halt diese Federn da dazwischen nicht ganz elastisch waren. Ein bisschen haben sie sich auch erwärmt. Ganz, ganz wenig. Aber doch. Das geht halt da verloren. Ein bisschen was ist verloren gehen, aber gerade 5%. Also das ist harmlos. Verstehen Sie mich? Jetzt der Impuls. Der erste Impuls ist 2,56 plus. Der zweite Impuls ist 4,76. Wir kommen auf 7,32. Auch ein bisschen weniger geworden. Jetzt wird durch 7,40. 1%. Also der ist sehr schön gleich geblieben. Das ist wirklich das, was wir mit den Lichtschranken ablesen können. Mehr geht nicht. Meine Kollegen, herzliche Gratulation. Sind Sie bereit, uns noch 5 Minuten zu geben? Dann machen wir dasselbe Experiment jetzt einmal noch mit einem inelastischen Stoß. Da verwenden wir jetzt, machen dasselbe, nur... Jetzt machen wir es so, dass da nicht Federn dazwischen sind, sondern Plastilin. Die bleiben biegen und laufen weiter. Und da werden Sie sehen, und das ist jetzt das Entscheidende, dass sich hier Änderungen ergeben. Entschuldigung. Das hat echt super funktioniert. Passt, ja. Alles klar? Schauen Sie wieder bitte mit den Zeiten, nicht vergessen. Die sollten jetzt zwar eh konstant, die sollten eh stehen bleiben, aber passt. Ha, jetzt haben wir nur 2 Zeiten. Nicht, dass wir eine vergessen hätten, aber die sind ja zusammenpickt. Das heißt, nach der Kollision haben sie die gleiche Geschwindigkeit. Das macht jetzt die Auswertung ein bisschen leichter natürlich. Verstehen Sie? Daher braucht man gar nicht sich was merken. Das ist jetzt einfacher. Trotzdem schreiben wir einmal auf, was wir haben. Also die eine Zeit ist 0,26 und die andere 0,40. Und jetzt bitte schauen Sie wieder mit, gerade wenn man dann schon ein bisschen unter Zeitdruck ist, weil ich will Sie ja nicht zu lange aufhalten, aber das wäre doch zu schade, nicht? Muss man genau aufpassen. Also jetzt kommt der inelastische Stoß, jetzt sind wir da. Das ist es jetzt, was wir jetzt anschauen. V1', die Geschwindigkeit des einfallenden Teilchens vor dem Stoß. Das ist das 0,26 Reziprokwert. 3,85. Das haben Sie gut hingekriegt. Ungefähr dieselbe Geschwindigkeit wie vorher. Sehr schön. Und dann haben wir hier, das ist alles 0. Jetzt setzen wir da noch ein. Hier sind die Geschwindigkeiten nach dem Stoß beide gleich, weil die ja zusammenbicken, die zwei. Also braucht man nur dieses 0,4 Reziprok nehmen und haben 2,5, das ist hier, 2,50 und ebenso hier 2,50. Und Sie rechnen bitte wieder mit, die Auswertung. Also, was haben wir? m1/2 gibt wieder 1, einfach v1' Quadrat, 3,85.
3,85 zum Quadrat. 14,82. Also wir haben hier 14,82. 3,85 zum Quadrat. Ja. Und M1V1', das ist 2 mal 3,85. 2 mal 3,85, 7,70. Da haben wir alles 0 und dementsprechend kommen die Größen nur herüber. Die gesamte kinetische Energie ist 14,82. Und der gesamte Impuls, der steht ja da, ist 7,70. So, und jetzt kommt der Moment, wo der Affe ins Wasser springt. Jetzt schauen wir an, was nach dem Stoß passiert. Also, da haben wir wieder M1V2 Quadrat halbe. Also, wir müssen dieses V1-Quadrat bilden und dann M1 halbe, das ist wieder, das fällt weg, M1 halbe fällt weg, nur die 2,5 zum Quadrat. 2,5 zum Quadrat ist 6,25. Der Impuls ist M1V1-2, M1 ist 2 mal V1-2, 2 mal 2,5, das kann ich sogar ausrechnen, ist 5,00. Und was haben wir jetzt hier? Die kinetische Energie da des zweiten, des Tageteilchens nach dem Stoß. M2 ist 1 mal V2, 2' zum Quadrat, halbe. 2,5 zum Quadrat dividiert durch 2 ist 3,13 oder 3,125. So, und der Impuls M2V2 2' 1 mal V2,5. Und was kriegen wir für die gesamten kinetischen Energien heraus? Da haben wir hier 6,25 plus, und die andere ist 3,125. Wir kommen auf 9,375. Und andererseits die Impulse, die Summe der Impulse, da haben wir den Impuls 5 plus den Impuls 2,5 ist 7,5. Und jetzt, meine Damen und Herren, 6 Minuten habe ich überzogen. Können Sie vergleichen? Die Impulse sind wieder recht gut. 7,7 durch 7,5. 2,5%. Das ist echt sauber. Eigenlob stinkt, aber was unter 5% ist, ist schon gut. Und was ist aber mit den Energien? Schauen Sie sich das einmal an. 14,82 runter auf 9,37. 14,82 dividiert durch 9,37. Das ist eine Abnahme von fast 60%. Das steckt in dem Plastilin drin. Das ist eine Verformungsenergie. Und daran sehen Sie, und das nehmen Sie jetzt bitte mit, der Impulserhaltungssatz gilt allgemeiner als der Energieerhaltungssatz. Weil beim Impulserhaltungssatz kommen solche Dinge nicht zum Tragen, wie dass Energien in andere Energieformen umgesetzt werden. Der Energieerhaltungssatz ist diesbezüglich sensitiver, weil man gleich erkennen kann, ob der Vorgang jetzt elastisch war oder nicht. Herzlichen Dank für das Experiment und für Ihre Geduld. Das war die Bühne, Frau.